Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Schicksalsacker. Im letzten Part haben wir uns weitgehend im Schloss umgesehen und haben dabei fünf Blätter eingesammelt, fünf goldene Blätter. Ja, klingt schon mal alles sehr komisch, ist aber so. Und dadurch haben wir jetzt hier Zugang bekommen zum, wow, leicht zerstrübten, löchrigen Garten von Richard. Und hier irgendwo muss der Schlüssel sein, der uns dann zum dritten Dungeon bringt, nach Möglichkeit. Und ein Herzteil haben wir hier auch, was ich gerne einsacken möchte. Ja, natürlich geht das Ganze nicht so leicht. Aber es müsste trotzdem möglich sein, darüber zu jumpen. Aber nicht, wie ich es tue. Diese doofen Hüftpassagen sind nicht so meins und das war knapp. Leute. Jetzt aber. So, Herzteil her damit. Und dann wieder abstürzen. Natürlich. Also, das mit mir und den Hüftpassagen, das wird nichts mehr werden, glaube ich. Mutter Erde Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Das klingt aber sehr, ja, kryptisch. Am Fuße seiner selbst. Gut, ich denke mal, da könnte eine Runde Schaufeln nicht schlecht sein. Und wir bekommen tatsächlich den Schleimschlüssel. Er öffnet das Tor in der Urungasteppe. Sehr cool. Hat sich also tatsächlich gelohnt hier, den Garten von Richard hier umzugraben. Also für diese Belohnung auf jeden Fall immer wieder gerne. Ich kann mal ganz kurz schauen, was er jetzt sagt. Eventuell gibt er uns ja noch mehr. Ein bisschen Geld fürs Mähen quasi. Fürs Rasenmähen. Ich werde ihm immer zu Dank verpflichtet sein. Anscheinend nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Gut, dann halt nicht. Müssen wir uns halt nur mit dem Schlüssel begnügen, aber das machen wir auch. So. Der Schlüssel passt. Und die Türe öffnet sich. So will ich das sehen. Das Dumme ist halt nur, jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden, der direkt zum Dungeon führt. Natürlich müssen wir jetzt auch mal einen extra dicken Umweg gehen. Das ist mal richtig bitter. Warum die das so gemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber dafür können wir jetzt mit Harin mal reden hier. Ein schöner Stock, den du da hast. Leiste ihm ja kurz. Klar. Oh oh, wenn das mal gut geht. Oh verdammt, das war so klar, oder? Oh Mann, der arme Taren. Erst ein Waschbär und jetzt, ja, von Bienen verfolgt und wir bekommen eine Honigwabe. Statt eines Stocks. Klar, was auch immer. Das ist doch cool. Jetzt geht's weiter. Und zwar in den dritten Dungeon, liebe Freunde. Ja, so soll es doch sein. Das ist doch cool. So, das Mitsummen sollte ich lieber lassen. Das kann ich nämlich gar nicht gut, aber ich glaube sogar hier oben haben wir noch was. Erstmal hier unsere Flugfreunde beseitigen. So, und dann mal ganz geschwind hier. Das war dumm. Ich wollte natürlich die Schaufel ausrüsten. So, jetzt aber. Die Zaubermuschel. Die nächste. Davon haben wir auch schon einige. So, liebe Freunde, jetzt geht's aber ab hier. Dungeon Nummer 3. Die Teufelsvilla. Das klingt mal gar nicht toll. Wow. Okay, und da geht's auch schon mal nicht weiter. Gut. Türe einwerfen, das kennen wir, das Prozedere. Oh, Herr Jemini, und die Bombengegner sind gar nicht mal so ohne. Die gehen nämlich irgendwann hoch
Und dieses Mal zum Glück beim Gegner und nicht bei uns. So, das war auch gut. Die hat sich festgebackt. Und das heißt, wir bekommen hier locker flockig die Kiste und den ersten kleinen Schlüssel. Den wir hier sehr gerne mitnehmen. Okay, links geht's noch nicht weiter. Die Steine können wir nicht beseitigen. Dafür können wir hier eine Kiste einsacken und haben gleich mal zwei Möglichkeiten. Was ist denn das für ein Schatz? Wow. Hätte ich mir auch sparen können. Und hier geht's auch noch nicht weiter. Da müssen wir erstmal einen Schalter umlegen. Oh Mann. So, Schutzeichel. Das heißt, wir können jetzt hier problemlos unseren Frust an dem Skelett auslassen. Okay. Nichts weiter, dann geht's hier hinunter. Und hier haben wir tatsächlich mal vier Wege zur Auswahl, liebe Freunde. Vier Wege. Norden, Süden, Osten, Westen. Wir haben die freie Qual der Wahl. Und wir gehen mal zuerst nach oben lang. Ja, wenn man keine Angst, wenn man keine Ahnung hat, dann wird man auch denken, ja toll, wohin des Weges, aber ist letztendlich egal. Man bekommt überall, früher oder später, Schlüssel. Und hier haben wir auch den Schalter direkt, das ist schon mal sehr nice. Das heißt, wir können mal wieder zurückgehen und können uns jetzt hier noch weiter umsehen, die Kiste einsacken und zwar mit dem Schnabel aus Stein für die Eulenstatue. Ja, das heißt, die können uns mal wieder hier wertvolle Hinweise geben. So, da war doch noch ein Raum hier vorne. So, genau. Jetzt können wir nämlich hier die nächste Kiste öffnen, wenn uns das Skelettchen hier vorbeilässt. Bam! Wir bekommen die Labyrinth-Karte. Supi. Das heißt, wir können mal ganz geschwind schauen und sehen. Wir haben sogar zwei Etagen hier. Okay. Ja, gar nicht mal ganz so klein. Aber gut. Ist ja auch zu erwarten, dass von Level zu Level, von Dungeon zu Dungeon, das alles noch ein bisschen weitläufiger und komplexer wird. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier mal komplett gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt mal hier weiter. Wow. Verdammt. Ja, und diese Viecher sind auch besonders. Verdammt, das war jetzt sehr dumm gejumpt, weil ich die Knöpfe vertauscht habe. Jedenfalls kriegen wir einen Teil der Macht. Und diese Vögel, ja, switchen immer quasi von Punkt zu Punkt. Das heißt, jetzt wird er oben rechts kommen. Also insofern mal ganz schnell die Bombe hingelegt und der ist besiegt. Weil die sich immer wieder wegwarpen, wenn man denen zu nahe kommt. Aber wenn man sich merkt, wo die stehen, ist das Ganze kein Problem. Was? Das war doch ein Treffer. Das war doch ein Treffer, liebe Freunde. Jetzt aber. Der nächste Key, aber aufpassen. Wow. Wow, wow, wow. Okay, weil er kann nämlich mal ganz schnell in den Abgrund fallen. Und was dann ist, weiß ich gar nicht genau. Das ist noch nicht passiert bei mir, aber ich glaube, dann hätten wir Probleme auf jeden Fall. So. Boah, knapp. Der Treffer war gerade richtig knapp, weil die Bombe war fast weg. So, immerhin, das Vogelvieh ist besiegt. Das sind die nervigsten Viecher hier. Mit Abstand die nervigsten Viecher. So. Auch hier direkt der nächste Key. Das heißt, so groß außer Schlüssel haben uns diese Räume hier nichts gebracht. Hier scheint es aber definitiv weiterzugehen, und zwar in die nächste höhere Etage wieder. Okay. Ja, ich glaube, hier gibt es auch noch was. Aber schon gut versteckt. Hier muss man die ganzen grünen Goblins, Mini-Moblins da besiegen und bekommt dafür einen Key.
Und das hier ist dann wohl der Hauptraum, wenn man so möchte. Der Hauptraum der Teufelsvilla. Und ich glaube... Mal ganz kurz schauen. Ja, doch, die Wand hier hört sich anders an. Mein Gedächtnis trügt mich nicht. Diese Wand hier kann man aufsprengen. Aber schon ganz schön tricky. So, hier oben auch nochmal was zum Aufsprengen. Aber von der Seite hier kann man es sehr gut erkennen. Das Ding ist, der... Ja, da kann man nicht rüber hier. Da rechts. Noch zumindest nicht. Also insofern geht es hier oben weiter. So, was sagt eigentlich die Eule hier? Berühre mit ausgestrecktem Schwert verdächtige Stellen an der Wand und achte auf das Geräusch. Haben wir eben schon gemacht. Oh, Herr Jemini. Oh, oh, gleich einige Bombis hier. Ja, hier ist gleich Bombenstimmung. Der Countdown läuft auch hier. Aber gut. Wir wissen ja, wir sehen ja, wann die hochgehen. Insofern kein allzu großes Problem. Und mal direkt hier eine Kiste. So. Und zwar der Kompass. Sehr gut. Jetzt haben wir Karte und Kompass. Also fehlt nur noch der große Schlüssel, der hier auch noch irgendwo sein muss. Und ich glaube... ja, die Wand hier ist auch brüchig. So. Boah, was war das denn? Eine richtig geile Kettenreaktion, liebe Freunde. Das war mit Absicht. Das auf jeden Fall mit Absicht. Ja, ganz schön skillig hier, nicht wahr? Wow. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Nein. Ich wollte nur diese Fee einsammeln. Ja, ich hätte die Bomben auf Y lassen sollen, glaube ich. Und Sprungfeder auf X. Das war dumm von mir. Aber gut. Dann würde ich mal sagen... Oh. Warum verschließt sich hier alles? Aber okay, öffnet sich wieder. Es öffnet sich wieder, sehr gut. So. Das gleiche Spiel wie immer. Den beiden Vögelchen ein mitgeben und das erste Vieh ist besiegt. Voll lustig. Die reagieren nur auf uns, aber auf die Bomben gar nicht. Sind nicht gerade die hellsten auf jeden Fall. Dafür bekommen wir den dritten Schlüssel. Also da sammeln wir einiges auf jeden Fall. Inklusive ein Teil der Macht. So. Boah, sehr schön. So kann man die richtig leicht besiegen. Und da oben haben wir eine weitere Kiste. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Ah, wir sehen schon. Okay, erstmal hier, verdammt, aufpassen. Boah, das war knapp. Gut, immerhin haben wir ein paar Bomben so rumliegen. Also in dem Dungeon brauchen wir deutlich mehr Bomben. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen, gib ihnen explosives Futter. Gut. Das ist dann wohl noch ein Hinweis, der wichtig sein könnte. Hier bekommen wir jedenfalls 50 Rubine. Nice. Okay, ich will mich jetzt aber nochmal hier ganz genau umsehen, hier oben. Gut, hier kann man schon mal sehen, dass noch ein Secret-Raum hier existiert, wenn man nicht gewusst hätte, dass die Wand aufzusprengen ist. Okay, mehr haben wir hier aber nicht. Also quasi nur eine gute Aussicht. Aber gut, ich wollte auf Nummer sicher gehen. So. Dann mal hier das Teil verschieben. Und mal... Wow! Das ist dann wohl der Miniboss und das ist ein Doppelpack. Wir müssen hier diese kleinen Würmerchen füttern mit Bomben. Ja... Die haben nichts zum Fressen gern, aber teilweise verweigern die auch die Aufnahme. Toll. Okay, die brauchen, glaube ich, jeweils drei Bomben. Na, jetzt ist doch. Lecker ist das. So, der erste ist überfressen.
Und der zweite noch nicht. Aber was nicht ist, kann auch werden. Das gibt's doch gar nicht. Aber jetzt. Auch recht locker. Aber liebe Freunde, mit 30 Bomben hätte ich jetzt schon mehr zu tun gehabt, auf jeden Fall. So haben wir deutlich mehr Spielraum. So, was haben wir hier? In der Kiste. Wow, die Pegasus-Stiefel. Halte L gedrückt, um zu sprinten. Beim Sprinten springst du auch weiter. Das Dungeon-Item. Sehr cool. Mal austesten. Ja. Haut doch ganz schön rein, liebe Freunde. Und mit dem Dungeon-Item wird es hier bestimmt noch um einiges einfacher werden, sich hier noch weiter zurechtzufinden. Und ich würde mal sagen, dass wir uns hier auch beim nächsten Mal dann weiter umsehen. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao.